Willkommen zu Tichys Ausblick, heute zu einem Thema, das uns viele Jahre beschäftigen wird. Die Bundeskanzlerin will das Klimagesetz verschärfen und deswegen lautet unser Titel: Wegen Klima kein Wohlstand mehr für alle. Ich begrüße in unserer Sendung Silke Schröder, Immobilienunternehmerin und Fachfrau für alles, was mit Grund und Boden zusammenhängt, Uwe Steinle, Kabarettist aus Dresden, der die Welt anders sieht, Hans-Georg Maaßen, Bundestagskandidat für Thüringen, und Frank Hennig, Kraftwerksingenieur und Autor vieler fachkundiger Bücher über die Frage, wie es mit der Energieversorgung weitergeht. Herr Hennig, Ihr neues Buch heißt Klimadämmerung – Vom Ausstieg zum Abstieg. Jetzt soll der Ausstieg aus der Kohle nochmal beschleunigt werden. In wenigen Jahren gibt es keine Kohlekraftwerke mehr. Was bedeutet das für unsere Energieversorgung? Es ist absehbar, dass wir eine Unterdeckung im Stromnetz haben werden, bereits ab 2023. Also schon vorher. 2023 ist ziemlich schnell jetzt. Das ist übermorgen. Ich bin schon verwundert, wie jetzt heftig diskutiert wird über Zahlen, die 2035 erreicht werden sollen, 38 oder 45, Verbrennerverbot ab 30, wie wir überhaupt durch die 20er Jahre kommen. Ich glaube, da gibt es nur sehr verschwommene Vorstellungen und vor allem sehr viel Wunschdenken. Die Außerbetriebnahme der Kraftwerke führt natürlich zu einem Defizit. Man hofft auf Importe, hat sich die aber nicht vertraglich gesichert. Man hofft auf Ausbaukorridore der Erneuerbaren. Aber diese Korridore können breit wie eine Bahnhofshalle sein. Manchmal ist da einfach nichts drin, wenn Wetter und Tageszeit nicht stimmen. Also es spricht ja niemand von Problemen, aber wir gehen sehr spannenden Zeiten entgegen, um das im Politiker- oder Manager-Sprech mal zu sagen. Also wenn ich heute aus dem Fenster schaue, hier aus dem Hotel, in dem wir aufzeichnen, es ist regnerisch, es ist dunkel, kein Wind, keine Solarenergie, aber Strom ist da. Wo kommt der dann her? Ja, wir haben noch einen ausreichenden Anteil gesicherter Einspeisung. Der wird tendenziell abnehmen. Was droht dann, ein Blackout oder? Nein. Vor dem Blackout kommt der Brownout, das heißt erst der Mangel. Mangel am Markt stellt sich dadurch steigende Preise. Die werden kaum abzufedern sein, weil es handelt sich dann um Großhandelspreise um Strom. Und es wird am Ende dazu führen, dass das DSM, also die Verbrauchersteuerung, umgesetzt werden muss. Das ist auch nichts Neues, das ist bekannt. Wer eine Wärmepumpe hat oder eine Nachtspeicherheizung, der hat Sperrzeiten oder Schaltzeiten. Das kann man ausweiten auf Ladestationen von E-Mobilen oder anderen größeren Verbrauchern. Die spannende Frage wird sein, lässt sich das alles in Einzelverträgen im gegenseitigen Einvernehmen machen oder muss man dann auch drastisch vorgehen und sozusagen den Strom gegebenenfalls zuteilen? Rationieren. Streng genommen rationieren. Auch das gibt schon in der Welt, in Südafrika in jedem Winter. Es gibt dann in Kapstadt zum Beispiel die Einteilung der Stadt in verschiedene Stadtbezirke, 8 Eskalationsstufen und je nach Mangel werden so und so viele Stufen ausgerufen und jeder Stadtteil wird jeden Tag zu einer anderen Zeit für 2 Stunden abgeschalten. Wenn man das weiß vorher, kann man sich darauf einstellen. Das ist zwar ein heftiger Komfortverlust, aber es bedeutet nicht den Untergang. Also man kann Mangel managen. Wer im Osten aufgewachsen ist, der weiß, das bringt einen nicht um. Das ist natürlich Komfortverlust. Und es hat sogar, wenn ich das mal leicht kabarettistisch ausformulieren darf, es hat sogar positive Wirkungen, weil die Solidarität unter den Menschen nimmt zu. Man hilft sich gegenseitig. Ja gut, aber wenn, muss man dann zum Beispiel bei den Mengen, um die es geht, ganze Fabriken abschalten? Das ist ja heute schon üblich mit dem Lastmanagement in der energieintensiven Industrie. 2019, glaube ich, ist die Aluminiumindustrie in Deutschland 78 Mal abgeschaltet worden. Natürlich gegen Geld, mit Entschädigung. Das kann man so machen, aber das sollte natürlich nicht die Regel sein, weil der Geschäftszweck einer Aluminiumfabrik ist, Aluminium zu produzieren und nicht Geld dadurch zu machen, dass man sich abschalten lässt. Also man kann das vielleicht ein bisschen anders oder weiter organisieren, aber prinzipiell kann man das nicht bis ins Endlose treiben, weil am Ende muss die Produktion laufen. Nun verspricht die Bundeskanzlerin, dass man eben mehr Windräder baut. Ist das eine vernünftige Strategie? Nein. Weil mehr Windräder bringen mehr
Einspeisespitzen. Aber wenn der Wind nicht weht, ist die Anzahl stehender Windkraftanlagen völlig irrelevant. Also ich muss mir das simpel vorstellen. Wenn ganz viel Wind da ist, müssen wir alle gleichzeitig die Wäsche waschen. Ein solches Lastmanagement wäre möglich, nur mit der individuellen Waschmaschine im Haushalt wird das softwaremäßig, hardwaremäßig und juristisch, vertraglich derart kompliziert, dass ich nicht glaube, dass man das im großen Maßstab überhaupt einführen kann. Aber ist nicht, Entschuldigung, das Stromnetz der Speicher? Dann würde es doch funktionieren. Sie sind Herr Steimler und nicht Frau Baerbock. Das stimmt. Nein, aber weil er auch gerade gesagt hat, die ganzen Speicherspitzen und was damit passiert, Deutschland liefert ja dann sogar ins Ausland. Die müssen das zum Teil dann für Geld von uns nehmen. Und wenn wir was brauchen, 30% beziehen wir als Deutschland schon über Frankreich, aus Polen und aus Tschechien. Und warum? Damit wir hier unsere Klimabilanz durch die Grünen gesichert haben. Stimmt das? Also kann man Strom im Netz speichern? Nein. Gut. Kann man nicht. Und was generell die Speicherfrage angeht, es wird immer der Eindruck erweckt. Manche behaupten das sogar rundweg, wir hätten Speicher und sogar ausreichend Speicher. Das ist natürlich nicht der Fall. Was wir an Pumpspeicherwerken haben, das reicht für keine 30 Minuten Versorgung in Deutschland. Und man ist ja inzwischen auch von der Speicherdiskussion generell weggekommen. Man weist nur noch mit dem Finger auf Wasserstoff heute. Das wird's bringen. Das ist aber wiederum ein Thema, was weit in der Zukunft liegt. Und die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, die sieht vor, dass wir 2030 5 Gigawatt Elektrolyseursleistung haben werden. Wenn man diese 5 Gigawatt über 24 Stunden einspeist, tatsächlich durchgängig, dann hätten wir 120 Gigawattstunden Strom irgendwie reingegeben ins System. Die Rückverstromung, Power to Gas to Power, bringt uns aber nur 25% Wirkungsgrad. Das heißt, wir kriegen dann nur 30 Gigawattstunden Strom wieder ins Netz. Also für eine Stromeinheit per Wasserstoff braucht man dann nicht ein Windrad, sondern 4. Ja, also das heißt, wir kriegen 30 Gigawattstunden pro Tag zurück und der Tagesverbrauch in Deutschland liegt bei 1600 Gigawattstunden. Also um auch nur irgendwelche Windspitzen dadurch abzufedern, ist das bei weitem nicht ausreichend. Darf ich diese Zahl nochmal haben? Wir haben dann, also wenn es alles klappt, 30 Einheiten. Und wir brauchen wie viel? 1600 pro Tag. Und wir reden da von den Vorstellungen für 2030. Das ist der Faktor 50. Ja, ist aber vom Vermögen, von den notwendigen Kapazitäten, die dazu gebaut werden müssten, ist das eigentlich irreal. Deswegen geht ja die Bundesregierung offen ins Ausland. Also man sagt ja offen, wir müssen dann importieren. Wir können selbst nicht so viel Wasserstoff herstellen. Und da ist dann Chile in Rede, Marokko, Australien. Warum nicht Russland? Durch die haben zu wenig Ökostrom. Man könnte natürlich Wasserstoff aus Kernkraft gewinnen, aber das ist böse. Das spielt bei uns keine Rolle. Ich meine, wenn diese Techniker da reden mit ihren Gigawatt und sowas, dann muss man doch als Kabarettist dann nicht einsteigen, oder sie tun sie schon. Ich habe es gemacht, weil ich dachte, dass die Leute dranbleiben. Weil du musst ja, der Laden muss laufen und es muss dann auch mal eine Frage gestellt werden in dem Moment dazwischen, damit man auch sieht, man verfolgt das Gespräch. Und ich finde das deshalb interessant, weil wir könnten ja auch mal überlegen, brauchen wir vielleicht auch weniger Strom? Also manchmal sagt man ja, weniger ist mehr. Wer braucht all den Strom? Ne? Und ich will damit auf Ihr Thema kommen. Klimawechsel, wir brauchen generell einen Klimawechsel und zwar nicht nur in Bezug auf Strom, sondern in Bezug auf die Gesellschaft. In welcher Gesellschaft wollen wir leben und brauchen wir wirklich Maximierung von Gewinnen, Wachstumsraten? Da steckt ja auch das Wort Raten drin. Ne? Oder könnte man mal vielleicht anfangen, eine Gesellschaft zu spinnen von mir aus, wo man mal anfängt, nach Bedarf zu produzieren und nicht nur nach Gewinn. Ja, ich habe mir da eine Untersuchung angeschaut von Boston Consulting. Und wenn ich mir die durchlese, dann stelle ich fest, da wird propagiert, es geht nur mit weniger Urlaubsreisen, weniger Autofahren, weniger Energieverbrauch, damit der Stein lachen kann. Nö. Weniger Wohnungen, da kommen Sie dann dran. Weniger Wachstum und weniger Fleisch. Also ich finde es richtig, dass solche Fragen gestellt werden, weil die Bevölkerung muss ja das Ganze verstehen und soll das auch irgendwo nachvollziehen.
Und da ist natürlich der Ansatz, Energiesparen, der ist immer richtig. Andererseits bei den Strom- und Energiepreisen, die wir heute haben, also wer da selbst in seinem persönlichen Umfeld damit noch nicht angefangen hat, also der hat den Schuss einfach nicht gehört. Ich meine sogar eher noch vermeiden, Energie zu erzeugen, weil die Grünen haben ja jetzt so... weniger. Bleiben wir beim weniger. Ja. Herr Maaßen, ist das eine politische Strategie? Es gibt ja das berühmte Buch von Ludwig Erhard, 53 für den Wahlkampf geschrieben, Wohlstand für alle. Aber wenn es jetzt nur noch weniger heißt, dann ist doch weniger Wohlstand für alle. Ist das eine Strategie für die Politik der Zukunft? Ja. Wissen ja, Tichy, ich muss da immer daran denken, was ich so von, sagen wir mal, von meinem Onkel noch in Erinnerung habe. Er hat immer gesagt, ich möchte, dass es unseren Kindern einmal besser geht. Jetzt habe ich den Eindruck, heißt die Devise, ich möchte, dass es unseren Kindern einmal schlechter geht. Bei allem soll gespart werden und sie sollen weniger machen, sie sollen auch kein Auto haben, ein Familienhaus sollen sie auch nicht haben, sondern sie sollen in einem schönen Plattenbau wohnen, nach Möglichkeit im Winter die Heizung nicht mehr als 16 Grad. Und da muss ich sagen, wir alle leben nur einmal. Warum sollen wir das tun? Und vor allem, wer nimmt sich das Recht in Anspruch, mir zu befehlen, wie ich zu leben habe, ob ich mit einem SUV fahre oder mit einem VW ab? Und da muss ich sagen, sehe ich mich plötzlich... Sie haben aber Ansprüche, VW ab, Rad, Fahrräder. Ich fahre sowas, ja. Oder Fahrräder. Also ich habe wirklich so den Eindruck, hier maßen sich... hier nehmen Leute für sich in Anspruch, anderen Menschen Weisungen geben zu können, wie sie ihr einziges Leben zu gestalten haben. Da muss ich sagen, das ist jedenfalls nicht meine Geschäftsgrundlage einer freiheitlichen Demokratie. Ich bin der Meinung, in einer freiheitlichen Demokratie ist jeder für sein eigenes Leben verantwortlich und der Staat stellt die Rahmenbedingungen, macht keine Detailregelung, ob ich mit dem Fahrrad fahren darf oder fahren muss oder ob ich mit einem Ab- oder mit einem SUV fahre. Jetzt kommen wir zu den Detailregelungen. Nachdem man ja also weniger haben will, wird der Strom teurer, damit wir weniger verbrauchen können, Frau Schröder. Und in Zukunft ist eine der klugen Ideen, damit es nicht so weh tut, müssen die Vermieter die Hälfte der Preissteigerungen für den Strom übernehmen. Also nochmal, die Stromrechnung steigt um 500 Euro im kommenden Jahr vermutlich. Und dann muss ein Vermieter davon 250 Euro übernehmen. Das ist eine kluge Lösung, oder? Das ist eine ganz tolle Lösung und die knüpft ja auch nahtlos an das an, was wir in den vergangenen Jahren bereits an ökosozialistischer Planwirtschaft und staatlicher Intervention auch im Immobilienmarkt gesehen haben. Die Immobilienwirtschaft ist eine unserer wichtigen Säulen in unserer Volkswirtschaft und ist derart von Regulierungen überzogen worden in den letzten Jahren, dass man sich wirklich fragt, wie viel marktwirtschaftliche Grundlage ist hier überhaupt noch übrig? Und na, das ist mir ja egal, wenn die Wohnung da ist. Ja, das ist ja genau das Thema. Der Staat versucht natürlich auch mit diesen interventionistischen Maßnahmen davon abzulenken, dass er massiv versagt hat. Wir sehen das hier zum Beispiel in Berlin ja sehr deutlich, dass gerade beim Thema sozialer Wohnungsbau nicht annähernd die Zahlen an Wohnungen fertiggestellt wurden seitens des Landes Berlin, die dem Bedarf entsprechen würden. Dafür zeigt man mit dem Finger auf die privaten Eigentümer und versucht auf deren Rücken im Grunde genommen das auszutragen, was an eigenem Versagen stattgefunden hat. Und dazu gehört jetzt natürlich auch, dass man die CO2-Wende auf dem Rücken des Eigentümers... Aber bleiben wir jetzt mal, ganz konkret. Also im kommenden Jahr wird der Strom um 500 Euro teurer für eine Familie, die nicht ganz klein ist. Vier Köpfe, Eltern, darf man Eltern noch sagen? Also oder Köpfe, schon bei dem Wort Köpfe. Also so bezieht sich ja auf Gas und Öl. Ne? Das ist jetzt nicht Strom, sondern in erster Linie Gas. Heizen. Also, genau, heizen. Und das ist ja auch das Paradoxe daran, dass die Bundesregierung jetzt ja auch sagt, man muss dann die Verbraucher oder die Mieter irgendwie oder die Konsumenten entlasten. Und dafür sollte eigentlich Strom als Energiequelle attraktiver gemacht werden, was ja absolut paradox ist. Denn gerade Strom, wir haben die höchsten Strompreise in Europa. Das ist also überhaupt nicht. Ja, aber Herr Hennig sagt doch, es gibt eh zu wenig Strom, aber wir sollen mehr Strom einsetzen. Richtig. Und das ist auch, was die Immobilienwirtschaft angeht,
so ein Hauptaugenmerk, wo wir einfach sehen, es soll im Grunde genommen alles strombasiert laufen. Auch bei der Umrüstung von Heizungen soll also nicht mehr Gas- oder Ölheizung vorkommen, sondern elektrisch betriebene Wärmepumpen. Wo soll dieser Strom eigentlich herkommen? Wir hätten noch nicht mal annähernd genug Stromkapazität, Stromgrundlast für eine Umstellung auf E-Mobilität, was die Verkehrswirtschaft angeht. Jetzt soll sozusagen das Thema Immobilien auch noch auf den Versorgungsträger Strom umgestellt werden. Das ist schlichtweg unmöglich. Darf ich das nochmal richtig verstehen? Also, wir sagen, wir wollen mehr Elektroautos, wir wollen mehr Elektrowärme in den Gebäuden, aber wir wollen keine Kraftwerke. Richtig. Das ist ein Paradox. Es gab ja auch Märchen, da konnte man aus Strom Gold spinnen. So ungefähr mutet das an. Und man fragt sich natürlich, wo sind die Experten, die die Bundesregierung beraten? Wo sind die Experten, die sich auch in den Medien kundtun, die da auf dieses Paradox mal ganz explizit hinweisen? Es ist schlichtweg unmöglich. Außerdem bitte nicht vergessen, wir sind vor der Wahl. Und vor der Wahl, bevor die Grünen das Thema besetzen, sagt man, wir haben einen Plan. Und das kenne ich wieder woher. Ne? Wir kennen das alles. Wir kommen in, also Sie lachen manchmal, lieber Herr Tichy, aber wie gesagt, wir kennen das alles. Und wir haben es auch vorausgesehen. Das Ziel war ja der DDR, dieses System so runter zu wirtschaften, bis wir das auch das geschafft haben. Und wir sind dabei und haben es fast geschafft. Nur es hat noch keiner gemerkt, außer Mama Merkel. Um nochmal auf das Thema der konkreten Belastung zurückzukommen. Also es gibt Berechnungen, die da sagen, mit dieser CO2-Bepreisung wird es alleine für Eigentümer eines Einfamilienhauses Mehrkosten von irgendwo zwischen 300 bis 400 € im Jahr geben. Was es jetzt für ein Mietshaus bedeuten würde, kann man sich dann ungefähr vorstellen. Wenn da die Kosten halbiert werden, ist natürlich auch die Frage, wie wird der Mieter belastet? Der soll ja die Hälfte dieser Mehrbelastung tragen. Die Politik hat sich ja zum Anwalt der Mieter aufgeschwungen, hat zwar keine Lösung geboten, aber hat eben den Eigentümer, den Vermieter jetzt so häufig gescholten. Also es ist im Grunde genommen für beide Seiten, sowohl den Vermieter als auch den Mieter, keine Win-Win, sondern eine Lose-Lose-Situation. Am Ende profitiert niemand von dieser. Also stellen wir uns das vor, es gibt da einen Wohnblock, da gehört jemanden, da ist eine Gasheizung drin oder eine Ölheizung und die muss jetzt weg, muss jetzt Elektro rein, dafür wird es teurer und die Kosten werden halbiert. Ist und dann so? Kann es noch passieren, Elektro kommt gar nicht, weil es und dann kommt der Elektro gar nicht, weil und ob man diese Wärmepumpensysteme in den durchschnittlichen Berliner Altbauten überhaupt einbauen kann, das ist in dieser Kachelöfen. Kachelöfen. Die CO2-Bepreisung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz, die erfasst ja zunächst nur Öl und Gas. Ja. Der Strom ist ja abgedeckt über den Zertifikatehandel, dem ja die Kraftwerke unterliegen. Also zunächst diese Preiserhöhung werden nur für Öl- und Gas gefeuerte Heizungen anstehen und natürlich Mobilität, Diesel, Benzin und so weiter. Wobei man natürlich sehen muss, jede Tüte Mehl, die in den Supermarkt gefahren wird, jede Tüte Zucker, braucht irgendwo Diesel. Und also am Ende werden alle Produkte und Dienstleistungen durch dieses Brennstoffemissionshandelsgesetz teurer. Und Moment, darf ich das verstehen? Das heißt, mein Leben wird ein bisschen kärger, weil meine Lebensmittelpreise steigen, meine Heizungspreise steigen, meine Immobilienpreise steigen, meine Klamotten werden... Aber sehen Sie, es hat auch Wirkung. Wir hatten einen denkbar kalten April. Es hat schon gewirkt. Ah ja. Das hat der Erhitzung entgegen. Nun sagt die Deutsche Energieagentur in einer Studie aus dem Jahr 2018, die energetische Sanierung der Gebäude kostet 500 bis 1000 Milliarden. Ich habe jetzt ein bisschen gewendet. Das ist ein Menschenzeitansatz. Stimmt das? Kann das sein? Das kann gut sein. Und es ist ja auch gar nicht darstellbar in der Kürze der Zeit. Also wie soll man jetzt unter erheblichem Aufwand einen ganzen Wohnungsbestand innerhalb dieser kurzen Zeitspanne, die da angedacht ist, bis Deutschland angeblich CO2-neutral werden soll, überhaupt darstellen. Das ist vollkommen utopisch, also gar nicht machbar. Und also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe ja schon beide Seiten, die des Eigentümers, die des Mieters. Es kommt mir schon auch so vor, als würde es da, was die Eigentümer angeht, also was insbesondere die Vermieter angeht, schon um den Enteignungsansatz auch gehen. Denn irgendwo ist auch die Frage, wir haben es im letzten Jahr hier in Berlin mit dem Mietendeckel gesehen, wo viele Eigentümer sich dagegen entschieden haben, bereits beschlossene Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen, ob das jetzt Dach- oder Fassadensanierung war, weil sie einfach gesagt haben, ich kann das alles gar nicht mehr
mit den Kosten reinspielen, wenn ich die Miete jetzt so absenken muss, dann lasse ich das lieber. Und die Profitabilität, überhaupt eine Immobilie wirtschaftlich betreiben zu können, die ist ja jetzt zunehmend akut gefährdet und nicht jeder Standort ist auch ein, ja, dann wird der Eigentümer die Immobilie zunächst verlottern lassen, weil ihm schlicht die Mittel fehlen, in die Immobilie zu investieren. Weil die Mittel gehen in den Strom und so. Genau. Und dann wird der Staat wahrscheinlich kommen und sagen, wir machen dir ein freundliches Angebot für den Kauf. Das sehen wir im Übrigen jetzt schon. Der Staat, auch mit dem Baulandmobilisierungsgesetz oder hier in Berlin mit den Milieuschutzregelungen, ist es so, dass ja der Staat immer häufiger auch ein Vorkaufsrecht geltend macht, wo er auch keine Marktpreise bezahlt, sondern Verkehrswertgutachtenspreise, die deutlich unter den Marktpreisen sind. Wir haben einen Staat, der wirklich Marktpreise im Alleingang diktiert oder mit dem Berliner Mietenspiegel, Entschuldigung, um das noch auszuführen. Ja, wir sind zu unterbrechen. Ja. da haben wir einfach eine zweite Realität, die staatlich aus Eigeninteresse geschaffen wird. Aber das macht auch keinen Strom. Das macht auch keinen Strom. Ja. Herr Maaßen, Sie wollen ja unbedingt in die Politik. Sie sind ja sogar sehr angefeindet. Und jetzt sagen ja die drei Experten, oder Herr Steinl ist ein Experte für das Verstehen von Irrsinn. Das läuft alles nicht. Das haben Sie schön formuliert, ja. Das läuft alles nicht. Was ist mit der Politik passiert? Wir hatten ja in Deutschland doch eigentlich im Großen und Ganzen in Westdeutschland immer ganz vernünftige Politik. Da war man mal mit einverstanden, mal weniger. Aber es hat ja diesem Land gut getan. Was ist da los, dass wir plötzlich Pläne haben, die offensichtlich nicht funktionieren können? In der Tat, in der Politik kann man unterschiedliche Wege gehen. Man kann sagen, man will etwas mehr Soziales hier, mehr Mitbestimmungsrechte da. Darüber kann man streiten. Aber wir haben es hier, glaube ich, mit grundlegenden Fragen zu tun. Ja, mit Strom. Mit grundlegenden Fragen, die, und jetzt komme ich wieder aus meiner professionellen Ecke als Jurist, wo man sich die Frage stellen muss, ist die Medizin nicht gefährlicher als die Krankheit? Und ich will damit sagen, man schaut nicht auf die Nebenwirkungen, auf die Folgewirkungen, sondern nur auf das eine Ziel. Das eine Ziel ist Klimaschutz, Senkung von CO2. Die ganzen Nebenwirkungen, die man als Jurist in mein Gesetz schreibt, genauso berücksichtigen muss. Nebenwirkungen für die Volkswirtschaft. Wie werden die deutschen Unternehmen international noch konkurrenzfähig sein? Nebenwirkungen für die Wohnungswirtschaft. Nebenwirkungen für das Individuum. Was ist mit den Leuten, die, ich sage mal, auf dem platten Land leben, nicht mit der U-Bahn ins Büro fahren können, sondern angewiesen sind darauf, dass sie ein Auto vor der Türe haben. Und nicht nur eine Person im Haushalt, sondern zwei und drei Personen. Diese Leute gibt es auch, die gibt es gerade in meinem Wahlkreis, wo es keine U-Bahn gibt zwischen Schmalkalden und Meiningen. So. Und darüber wird nicht nachgedacht. Und das macht mir große Sorge, dass diese ganzen Nebenwirkungen ausgeblendet werden. Man fixiert sich auf dieses Ziel und alles andere ist egal. Das ist eine politische Veränderung, die ich in den letzten Jahren wahrnehme, in einer Reihe von Politikbereichen, wo man im Grunde genommen die sogenannten Kollateralschäden einfach ausblendet, weil sie störend sind, wenn man darüber redet. Und ein weiteres kommt noch hinzu. Ich habe früher mal auch in Behörden größere Projekte gemanagt. Als Projektmanager trägt man auch eine Verantwortung, ich sage mal, für ein Risikomanagement. Also eine Energiewende kann, wie sie geplant ist, gut gehen. Sagen, sie wird nicht gut gehen, vielleicht wird sie nicht gut gehen, möglicherweise, wahrscheinlich wird sie nicht gut gehen, ich weiß es nicht. Aber was man machen muss, die ganzen Risiken müssen eingehegt werden, dass diese Risiken nicht eintreten können, dass unter keinen Umständen ein Blackout eintreten kann, weil ein Blackout unermessliche Schäden bis hin eben zu Toten mit sich bringen kann, als Nebenwirkung. Ich sehe nicht, dass ein derartiges Risikomanagement stattfindet, sondern ich habe eher den Eindruck, man setzt sich in ein Auto rein, tritt auf das Gaspedal und hat einfach vergessen, dass es eine Bremse einzubauen. Ich würde da gerne nochmal, Frau Kennig, Sie sind ja früher in einem Kraftwerk tätig gewesen. Ich kenne viele Kraftwerksingenieure und die haben alle, wie ich das so spüre, so eine Art fröhlichen Zynismus. Ja, sie sagen, wir werden gezwungen, etwas lacht ja auch. Wir werden gezwungen, etwas zu tun, von dem wir wissen, es ist ja eigentlich falsch.
Kann man damit leben oder wie funktioniert das bei Ihren Kollegen? Die haben ja einen Ehrgeiz. Der deutsche Ingenieur hat ja einen Ehrgeiz. Er will das Ding am Laufen halten. Das ist das Prinzip des deutschen Ingenieurs. Es kann passieren, was will. Die Kiste muss laufen, aber es läuft nicht mehr. Es gibt da verbreitet Resignation, ja, bis Zynismus. Das ist eine richtige Reaktion. Aber auch im Management wird eher dem politischen Mainstream zum Munde geredet, als dass jemand seine Meinung sagt. Und das ist natürlich jetzt mal abgesehen von Familienunternehmen, aber die angestellten Manager unterliegen natürlich der Politik auch ihrer Aufsichtsräte. Ich bin überzeugt, dass viele die Lage ganz anders einschätzen, als sie selbst nach außen sprechen. Aber das ist so grundsätzlich, weil sie sagen, es fehlt das Risikomanagement, wir müssen uns auch deutlich machen, was ist die Energiewende überhaupt. Da möchte ich Professor Fratscher zitieren, den Chef von DIW, ist ja ein energiewendefreundliches Institut. Er hat in seinem Buch schon vor einigen Jahren geschrieben, es müsse allen bewusst sein, dass die Energiewende ein Experiment ist. Ja. Und der Chef vom Weltenergierat hat das ähnlich formuliert, er sprach vom größten Freiluftlabor auf dem Energiesektor, das sei Deutschland. Und jetzt ist natürlich so, normalerweise macht man Experimente im kleinen Maßstab im Labor, um erstmal zu gucken, ob es funktioniert. Das machen wir nicht. Wir machen das sofort mit dem ganzen Land, mit der ganzen Wirtschaft, mit allen Menschen. Und wissen ehrlich gesagt noch nicht, wie es ausgeht. Einige von uns haben ein gesellschaftliches Großexperiment schon mal mitgemacht. Das war am Ende nicht erfolgreich. Aber es ist klar, es gibt kein Projektmanagement. Es würde nämlich bedeuten, es gäbe eine klare Aufgabenstellung, es gäbe klare Pläne und Termine, die haben wir bisher nur beim Abschalten, und es gäbe ein Monitoring in Form einer Erfolgskontrolle. Und wir haben jetzt irgendwo zwischen 300 und 500 Milliarden in die Energiewende reingesteckt. Wir wissen nicht, wie viel Euro pro Tonne vermiedenes CO2 im Ganzen rausgekommen ist, und wir wissen nicht, was es am Ende kosten wird. Die Skala ist nach oben offen, und vor allen Dingen, was wir nicht wissen, CO2 ist ja nur Mittel zum Zweck. Wir wollen ja nicht CO2 um seiner selbst willen sparen, sondern um die Temperaturerhöhung zu begrenzen. Wie viel Euro haben wir denn nun aufgewendet, um 0,001 Grad globale Erwärmung zu vermeiden? Wir wissen es nicht. Wie fühlt man sich so als Laborratte, Herr Stande? Naja, Ratte erkennt Ratte. Der Sachse sagt dann in solchen Fällen, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ja, das ist eine sehr passive Einstellung. Ja. Nein, das ist absoluter Wahnsinn, was hier passiert. Und wenn man es mal zu Ende denkt, auch wenn Sie denken, ich bin schizophren oder irre, wenn man mal eine Gesellschaft entwickeln könnte, überlegen, wir stellen doch fest, dass es mit diesem Wachstum, das muss man irgendwann aufhören. Man kann nicht zu viel, also ungebremstes Wachstum, sagt Ihnen jeder Arzt, ist Krebs. Aber dann sind Sie doch eigentlich Anhänger der Energiewende, weil die Energiewende fährt es runter. Ist nur die Frage, wie man es macht. Wir brauchen keine Energiewende. Wir brauchen eine Wende hin zu einem völlig anderen System, in dem wir leben. Eben nicht mehr Wachstum, sondern ein System, in dem man versucht, als Vorschlag, auch wenn ich da auf Gegenwehr stöße, nach Bedarf zu produzieren. Auch das wäre mal eine Möglichkeit. Das wäre Verantwortung übrigens auch für nachkommende Generationen. Nur so viel verbrauchen, wie ich auch erzeuge. Wir haben heute auf dem Planeten, uns wird ja immer erzählt, ne, wir brauchen das und das brauchen wir, Öl, Holz, Gas, Kupfer, was schon rausgeholt wurde aus dieser geschundenen Erde, das reicht für 7 Jahre. Und uns wird immer erzählt, wir brauchen ein Wachstum, der Wachstum, das ist irre, Wirtschaftswachstumsbeschleunigungsgesetz. Frau Schröder, wie würde eine Gesellschaft ausschauen, die wir ja offensichtlich ansteuern, in der es kein Wirtschaftswachstum mehr gibt? Aber mehr Menschen. Wie sieht diese Gesellschaft aus? Das ist eine Gesellschaft, in der es dann am Ende Armut für alle statt Wohlstand für alle gibt. Oder weniger. Okay. Oder eben weniger. Was heißt Armut? Also ich sehe mich nicht als arm, Sie sehen sich nicht als arm. Da muss ich Ihnen auch widersprechen. Also dieses Thema Systemwechsel, das ist ja genau das, was wir jetzt gerade bei den Grünen und bei den Parteien, die wir wahrscheinlich irgendwie in einer Form in der nächsten Bundesregierung erleben werden, auch erkennen als Intention, dass eben diesen angestrebten Systemwechsel alles untergeordnet wird. Und die Zielsetzung, das Weltklima zu retten, wo wir ja eigentlich, und Herr Hennig, das können Sie wahrscheinlich am besten von uns beurteilen, also rein rechnerisch doch wissen, wenn in China
wenn in den USA, wenn überall Kraftwerke aus dem Boden sprießen, dann sind unsere Bemühungen, für die wir bereit sind, die gesamte, nicht nur Immobilienwirtschaft, sondern zentrale Wirtschaftsfaktoren oder Wirtschaftssäulen wie die Automobilwirtschaft, unsere gesamte Wirtschaft eigentlich zu opfern, da ist das doch im Grunde genommen Hanebüchen. Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, der sofort verpufft. Wir machen uns kaputt für ein Ziel, das letztlich unerreichbar ist. Oder wie Moment. Wie würde eine Gesellschaft aussehen? Erstmal gescheitert, würde ich das beantworten. Oder sollen wir kaputt? Oder sollen wir kaputt gemacht werden? Man darf nicht ganz vergessen, bei dem, ich bin im Englischen nicht so spitze, aber dieser Green Deal wird ja auch gesponsert von Larry Fink, ne, das ist BlackRock, mit 1 Billion Dollar, glaube ich, oder? 1 Billion. Die vergessen aber dabei immer, um es mal abzukürzen, dass der Larry Fink noch 7 Billion auf der anderen Kante hat. Also hier findet schon ein Experiment statt nach dem Motto, wir machen jetzt mal ein Experiment, mal gucken, wo das Ding hinläuft. Hauptsache, die gucken die und nehmen uns noch die anderen 7 Billionen weg. Und was mich bei der ganzen Geschichte stört ist, und dann bin ich fertig mit dem Satzbau, dass diejenigen jetzt als Feuerwehrleute auftreten, die vorher als Brandstifter dafür gesorgt haben, dass also das Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Deswegen sage ich, nicht rumdoktern am System, sondern versuchen, sich alle an den Tisch zu holen und mal überlegen, wie wollen wir leben. Ich mach's ganz kurz. Herr Steinmeier, Sie haben sicherlich recht, so wie wir hier sitzen, könnten wir uns alle irgendwie einschränken, aber diese Anti-Wachstumstheorie teile ich wirklich nicht. Und, ich auch nicht. Da war das letzte Mal hier. Gut. Erledigt der Fall. Das überstimmt. Dann sparen wir. Wir sparen den Steinmeier ein. Ja, sparen den Steinmeier ein. Hartz-IV-Empfängern oder geringen Verdienern und sagen Sie denen bitte, schränkt euch ein. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ja, Sie gehören ja, die gehören ja auch zur Bevölkerung und letzten Endes. Also natürlich diese grüne These, wir sollen nicht mehr so oft auf die Malediven fliegen und nicht dreimal. Und das ist aber auch jetzt gemeint. Das ist nur für einen gewissen Teil der Bevölkerung. Kann man das durchhalten? Wenn der Schande darf wieder kommen, aber sonst, er kriegt halt kein Honorar mehr. Und ich glaube, das Problem ist die Frage, wer entscheidet, wie genügsam man sein darf. Mhm. Ja? Also die kommunistische Nomenklatura hat es in der DDR und in der Sowjetunion entschieden. Also wenn bei uns eine politische Führung entscheidet, also nur einmal im Jahr darf man nach Mallorca fahren, man darf ansonsten zur Arbeit nur mit dem Fahrrad fahren, bis zu 10 Kilometer, da muss ich sagen, diese Genügsamkeit möchte ich mir von der Regierung nicht vorschreiben lassen. Wir leben in einer freiheitlichen Demokratie und ich möchte keinen Systemwechsel, wo Menschen, die meinen, es besser zu wissen, mich belehren, wie ich zu leben habe. Gut, also wir haben eine wunderbare, strittige Sendung mit unterschiedlichen Positionen. Wir sind Teil alle eines gigantischen Experiments und nächste Woche nehmen wir uns wieder ein Thema vor, hoffentlich ein fröhlicheres, denn Frank Hennig macht mich immer ein bisschen traurig, wenn er argumentiert, dass das Licht ausgeht. Habe ich nicht gesagt.